Die einzige Gruppe, bei der vielleicht wirklich noch echte Frühlingsgefühle da sind, sind die Inuit, denn die haben noch echte Unterschiede zwischen dunkel und hell. Also es hat nicht wirklich was mit dem Frühling zu tun, nur mit dem Licht. Ich glaube, man kann Frühlingsgefühle auch im Winter haben, aber sie werden dadurch verstärkt, durch die Sonne. Die Sonne, die langen Tage, weil man das, genau das hat man ja so vermisst jetzt, deswegen ist das so besonders. Es direkt nach dem Winter ist man nicht gewohnt, dass es so lange hell ist und es so viele Farben rundherum gibt. Deswegen ist das so besonders, so ein Kontrast. Es ist alles grün draußen. Ja? Grün ist die Farbe der Hoffnung, des Neuanfangs. Das warme Wetter trägt natürlich dazu bei, dass die Kleidung fällt. Man sieht ein wenig mehr Haut, man riecht einander sehr viel besser. Die Pheromone können besser wirken. Es sind zwei Welten. Ich meine, okay, Herzchen schicken, wenn man weit weg voneinander ist. Weil die WhatsApp-Herzchen kein Oxytocin in ihrem Hirn produzieren. Ja? Das ist das Kuschel- bzw. Bindungshormon. Das macht, dass zum Beispiel ihre Stresslevel runtergehen, dass sie sich entspannen. Das ist das Angenehme beim Verlieben. Ja? Und das macht leider noch kein WhatsApp-Herzchen. Wir spüren einfach vermehrt wieder unsere normale Hormonproduktion und kommen da in Kontakt und bilden unsere Geschichte drumherum. Und das ist ja auch was Schönes, so Frühlingsgefühle. Besser als der Winterschlaf in den meisten Fällen.